Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der bildenden Kunst, mein Name ist Wolfgang Sendermann. Ich bin Vorsitzender des Förderkreises Kunst- und Kulturraum Erkrath. Der Förderkreis betreibt dieses Kunsthaus Erkrath und ich freue mich, Sie zu der diesjährigen Mitgliederausstellung begrüßen zu dürfen. Trotz Corona ist es uns gelungen, dass 25 unserer Mitglieder sich mit der Vielfalt ihrer Kunstwerke hier vorstellen können. Frau Sibylle Gahls wird jetzt gleich Sie durch die Ausstellung führen und Ihnen die einzelnen Kunstwerke vorstellen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Vielen Dank. Liebe Gäste der Mitgliederausstellung 2021 im Kunsthaus Erkrath. Geistiges, möglichst ungeistig, sinnlich, heiter, unscheinbar zu sagen, es bleibt das letzte Ziel jedes Schriftstellers und ich sage jetzt auch mal Redners. Wer hätte gedacht, dass diese Worte der Feder Friedrich Nietzsches entsprechen, den man meint, geprägt zu kennen, als Verkörperung der sogenannten deutschen Eigenschaften wie Melancholie, Schwere der Gedanken, das Pathetische und Tiefsinn. Ich will versuchen, heute trotz der angespannten Zeiten, in denen wir leben, in denen sich gewaltige Dramen allerorten abspielen, in denen sich unglaubliche Tragödien ereignen, meine und vielleicht auch Ihre Gedanken auf das Schöne zu lenken. Schönheit scheint ein selbstverständlicher Begriff zu sein. Doch Zweifel machten sich besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereit. Manchen erschien das Schöne zu schön, um wahr zu sein. Einerseits ist Schönheit eine immense Wertschätzung ausgesetzt oder umgekehrt großen Vorurteilen. Hochachtung und Geringschätzung, dazwischen gibt es nicht viel. Tatsächlich konnte über das Schöne in der philosophischen Ästhetik von den 60er bis 90er Jahren dieses vergangenen Jahrhunderts nicht unvoreingenommen gesprochen werden. Der Kunst sprach man in der Theorie wie in der Kunstkritik vorzüglich die Aufgabe der Kritik an der Gesellschaft zu. Schönheit hätte ihren Geltungsanspruch verwirkt, weil es in der Welt so unschön zugeht. Zwei Thesen standen im Raum. Erstens, das Kunstschöne hat in einer schlechten Welt nichts mehr zu suchen. Zweitens, angesichts dieser schlechten Welt wird das Kunstschöne zur ideologischen Behauptung, dass die Verhältnisse schön wären. Seit den späten 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist diese Verwerfung des Schönen zum Glück Geschichte. Zum Beispiel Arthur C. Dento schreibt in seinem Buch The Abuse of Beauty 1999, dass die Menschen den Trost des Schönen nötig haben. Viele andere Autoren haben sich ihm mittlerweile angeschlossen. Und nun will ich beginnen mit der Betrachtung der einzelnen Kunstwerke dieser Ausstellung hier in dem Raum. Kerstin Schöle zeigt in ihrem Seestück ein ruhiges Meer, das horizontal im Vordergrund von einem steinigen Strand, im oberen Drittel vom blauen Himmel mit weißen Wolken gesäumt ist. Diagonal schiebt sich von rechts bis zum Horizont ein Holzsteg und bringt Bewegung in das Bild. Öl auf Leinwand hat die Künstlerin verwendet für dieses urausstrahlende Werk,
das durch das wunderschöne grüne Meer dominiert wird. Conny Schönwalds Foto, angespitzt, zeigt uns die heutzutage wieder hochmodernen Schuhe, die jeder Frau, die sie längere Zeit tragen muss, zu schmerzenden Füßen verhelfen. Wobei Hilfe mit Sicherheit das falsche Wort ist. Die Arbeit ist eine analoge Fotografie auf Aludibond. Hier sehen wir Anke Schulte-Schönbergs Werk Klimaveränderung aus Alufolie, das uns drastisch vor Augen führt, wie ein Eisberg schmilzt, von dessen Schönheit in Kürze nichts mehr zu sehen sein wird. Das Bild Ebbe von Heidi Evers, die sich der Acrylmalerei auf Leinwand bedient, führt uns in erschreckendem Maße die Umweltverschmutzung ins Blickfeld, die bisher von Jahr zu Jahr zunimmt. Wer möchte an diesem Strand noch baden? Rutschdünkel Hofmann lässt die vier Personen, die wir in Rückenansicht stehen sehen, unbewegt in ein Inferno schauen, das Rauch, Feuer, einen brennenden Wald zu zeigen scheint. Ohne Titel in Mischtechnik gearbeitet, strahlt auch diese Arbeit Unbehagen aus. Bruch, das abstrakte Werk Margit Wetzels, erstellt auf Leinwand mit Acrylfarben, fordert uns auf, die eigene Fantasie walten zu lassen. Farbkontrast und Harmonie der Pastell- und dunklen Bildanteile ergeben ein spannungsgeladenes Miteinander. Zutiefst wichtig, Anna Konats zartgliedriges Stahlskulptur auf massivem Sockel schaut in die Tiefe und scheint in Gedanken versunken zu sein. Nachdenklich, träumend, Anna Ovsiani Maza hat eine zarte Bleistiftzeichnung ihres Vaters angefertigt, dessen Augen und Gesichtsausdruck zeigen, dass er in seinem Leben viel gesehen hat und gewiss schwere Zeiten überstanden hat. Die Monotypie schlichte Schönheit von Roswitha Müller-Krüger weist uns auf die einmalige Schönheit jedes einzelnen Wesens, das in der Natur existiert, hin. Einmalig, unwiederbringlich und hoch zu schätzen. Das Wissen um diese Tatsache darf nicht verloren gehen. Zu der Zeichnung Ulrike Korstens, die den schlichten Titel Spargel trägt und diesen zum Anbeißen schön darstellt, ist im Wesentlichen nichts anderes zu sagen als zu dem Löwenzahn, den wir eben bewundert haben. Wertschätzung der Schönheit der Natur muss erhalten bleiben. Die junge Frau auf Adam Braunsteins Digitalfotografie ist gewiss auch eine Schönheit. Lebensfroh und sexy erfreut sie die Augen. Von diesem Bild geht etwas Prickelndes, Belebendes aus und Beflügelndes, das gute Laune erweckt. Karl-Heinz Esselings Foto ohne Titel auf Aludibond zeigt einen älteren Mann, der vor einer Mauer stehend ein Bild betrachtet, das meines Erachtens einen Teil eines Hubschraubers sehen lässt. Was für Gedanken mögen ihn bewegen? Auch Eva Panet zeigt ohne Titel eine Person in Rückenansicht, in diesem Fall eine junge Frau, die in Betrachtung versunken ist. Da der Hintergrund verschwommen ist, erschließt sich das Motiv nicht. Die Technik dieser Arbeit, C-Print auf Aludibond, verleitet zum Rätseln. Chicago, eines der in dieser Ausstellung raren starkfarbigen Werke. Sigrid von Krüchtens abstraktes, an Hochhäuser erinnerndes Bild in Mischtechnik gefertigt, lässt eine wild brodelnde Stadt erahnen. Was man von Chicago hören kann, lässt so etwas vermuten.
Die großformatige Arbeit, die sich Epizeption nennt, ein Wort, das ich weder im Lexikon noch im Internet finden konnte, die Victoria Schwarz-Banduns Handschrift trägt, lässt uns eine interessante Mischtechnik betrachten. Papier, Spachtelmasse und Marmormehl lassen an eine verwitterte Wand denken. Susan Bredes Enkaustikprojekt ohne Titel sieht aus wie gefaltete feine Stoffstreifen, dessen Farbe ein schönes leuchtendes Blau mit Gelb kontrastiert, durch Wachs gebunden und geknetet wurde, was zu der reliefartigen Oberfläche führt. Von Anja Saal haben wir in diesem Raum schon öfters Paper, Clay, Rauchbrandkeramiken gesehen. Diese spezielle Technik, die zu sehr harten Skulpturen, die dennoch leicht sind, ausgebrannt wird, zeigt sie heute mit einer interessanten Maske, deren Form außergewöhnlich erscheint. Sehr spannungsgeladen wirkt Ulla Brauwers bewegte Skulptur, die aus einem gebogenen Aststück kombiniert mit einem Kompositmaterial gearbeitet zu sein scheint, das hier in Weiß zu sehen ist. Auch farblich ein hochinteressanter Kontrast. Heiner Strothmanns farblich so attraktiv gestaltetes Bild Zerfall und Auflösung in Öl auf Leinwand gemalt erinnert mich spontan an das kürzlich im Ahrtal abgelaufene Unglück, an das mich der strudelnde Hintergrund mahnt. Sprühlack-Graffiti, die Arbeitsweise Tran Nguyens, trägt den Titel Zellen der Ablenkung. Ein farbintensives, formenreiches Profilbild, bei dessen Deutung mir der Künstler behilflich sein müsste. Wolfgang Sendermanns elegante Skulptur aus Eibenholz auf Metallfuß strahlt Gelassenheit und Ruhe aus. Man könnte sie immer wieder betrachten von allen Seiten, ohne dass es langweilig würde. So viel Kontrast in Hell und Dunkel sehen wir hier, ganz dunkel in der Front. Ich weiß nicht, ob er das nachgearbeitet hat. Es ist jedenfalls eine ganz spannende Figur. Nina Diana Beckmanns Devotion, betiteltes Werk, Acryl auf Leinwand, ist reliefartig ausgearbeitet. Es erinnert formal an die Aufzeichnungen von Sprachmustern. Bei genauer Betrachtung der in Mischtechnik angefertigten Arbeit The Tree of Life von Isabella Bobokowski meinte ich bei der ersten Betrachtung einen kleinen grünen Baum entdeckt zu haben. Das zweigeteilte Werk wirkt ausgewogen und beruhigend, was in den vielen Naturfarben liegen mag. Und tatsächlich, wenn ich jetzt nah rangehe, sehe ich hier ein Bäumchen. Wild und erregend dagegen die Fotografie Rainer Fröhlichs, auf der wir eine Achterbahn sehen, die ich unter keinen Umständen besuchen würde. Spiralförmig wirbelnde Lichtpunkte über das Bild, die schon beim Betrachten leichte Schwindelgefühle erzeugen. Der abstrakte Farbholzschnitt, vom Schnitt zum Druck betitelt, den uns Margit Seiwert sehen lässt, besteht aus einer flächen- und linienförmigen Konstruktion in hellen, pastelligen Farben auf dunklem Grund. Auch diese Arbeit könnte man immer wieder mit Freude betrachten. Das Schöne fördert das seelische Wachstum des Menschen. Sein Reiz hält die Verbindung aufrecht zur Welt der Ideen, zur Wahrheit, zur Sphäre der Metaphysik.
Die diesjährige Mitgliederausstellung im Kunsthaus Erkrath weist eine außerordentliche Stilvielfalt auf und sowohl vielfältige Verfahren, die uns herausfordern, uns zu fragen, was sehe ich? Die eigene Fantasie ist gefragt. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Vielen Dank. Thank you.